auch wir sehen gerne hinter den Dingen sehen, allerdings nicht schöpferisch gesehen, sondern nur nachvollziehen. Das Erste, was mir im Grunde durch den Kopf ging, war ein Wow. Ich denke also, es ist ein ausgesprochener Zugewinn, dass wir hier mal wieder die Möglichkeit haben, einen monumentalen Totentanz in einer modernen Paraphrase von Herwig Zenz, dem Wiener, wieder erstehen zu sehen. Es ist hier keine Kopie des Alten, sondern es ist eine geistige Auseinandersetzung des Alten mit dem Alten und dies in eine neue Form und Zeichen- und Malsprache übertragen. Und das ist das Faszinierende. Ich habe natürlich auch gesucht, ob der Mönch vertreten ist. Er ist vertreten und ja. Wir hätten sicher das Problem mit der Uhr, aber für die Kapelle als solches ist es einfach hinreißend. Für Lübeck wäre es sehr gut, wenn es hier bliebe. Also es gefällt mir. Es ist jetzt gerade wieder wunderbares Licht hier jetzt auch. Die Sonne steht sehr tief und ja, ich weiß nicht, ob er hier seinen endgültigen Ort jetzt gefunden hat. Also ich denke schon, es sollte so bleiben. Ja. Schön. Im Namen des Rektors, der krank geworden ist, in meiner Funktion als Vizerektor hier für Forschung und Lehre herzlich begrüßen. Thank you.
Einladung als Jugend am Werk Steiermark. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich ganz besonders unsere Künstlerin und unseren Künstlern, die wir mitgebracht haben, die Sabine Thaler, sie steht hier links von mir, und der Adi Hausmann, deren Bilder Sie auf alle Fälle bewundern können. Jemand, der arbeitet, braucht auch Publikum. Und das ist ja Gott sei Dank, ist ja wirklich heute hier wunderbar versammelt. Ne? Und Professor Zenz, da braucht man gar nicht drüber reden, er macht eine Ausstellung nach dem anderen. Seine Arbeit ist eine Enzyklopädie der menschlichen Existenz. Oh. Applaus. Danke für die Aufmerksamkeit, danke den Organisatoren und danke den Künstlern und danke der Frau Bußmann. Die Enzyklopädie der menschlichen Existenz hat leider auch etwas mit Geld zu tun und daher erfreut es mich wirklich sehr, ruhig dahin. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich mag das einfach, ich mag, mag diese Farbenwelt, ich mag diese Wucht und ich mag dieses Lebendige. So, was mich fasziniert, der Zenz ist der unzuverlässigste Zuverlässige, den ich kenne. Er ist auf der einen Seite die Inkarnation, die fleischgewordene Grantigkeit. Auf der anderen Seite ist er ein ganz raffinierter Spurenleger, zum Unterschied von vielen, die Spurensucher sind. Er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der als Künstler in Termindruck gerät. Und ja, Schwierigkeiten hat, mit Geld umzugehen. Aber da hat er seine Frau, einen Manager dazu. Spinnen sitzen in ihrem Nest und warten auf Beute. Er sitzt in seinem Atelier und wartet, bis das Telefon läutet. Und wenn das Telefon läutet, dann ist er mit der ganzen Welt und mit seinen Ideen verbunden. Dann wirft er sozusagen seine Netze in alle Richtungen aus. Und, was ihm auch auszeichnet, er ist eine Informationsquelle für den Kulturbetrieb der Stadt.
Mit ihm zusammenzuarbeiten oder mit ihm ein Projekt durchzuführen, ist ein wahres Abenteuer. Aber am Ende klappt immer alles. Das ist seine Genialität. Und ich finde das unheimlich toll, was er macht. Und menschlich gesehen ist er so ein einfacher Mensch, mit dem man reden kann. Ja? Ein Mensch einfach. Ja? Zins ist für mich natürlich zuerst der ältere Bruder, der um 10 Jahre ältere Bruder, der in früheren Jahren für mich der sehr überfürsorgliche war, wo er mich den Eltern gegenüber total verteidigt hat. Denn er ist also nicht zuletzt für die, die ihn schon lange kennen dürfen, ein wunderbarer Freund und Weggefährte, sowohl im Alltag als auch im Festtag. Er hält sein Wort. Er ist da, wenn man ihn wirklich braucht, sagen wir so. Ja. Jetzt wurde ich aufgefordert, etwas Kritisches zu sagen. Herr Weg, du bist so billig. Schau dir die Zeichnungen um 200, 300 Euro. Du hast uns den Kunstmarkt zusammen. Du bist ein sozialer Maler, habe ich gehört. Sehr guter Mann. Das ist der Herwig und ich küsse ihn gerne. So gut. Das reicht. Okay, gut.